Also auf jeden Fall wurde es wahrscheinlich auch in den Hauptstädten Europas vor allen Dingen ein bisschen unterschätzt, auch wenn Italien da sehr früh Warnung ausgesprochen hat und auch um Solidarität gebeten hat. Wir haben aber ein bisschen das Problem gehabt, dass es gerade so bei den Ad-hoc-Maßnahmen, die getroffen werden mussten im Bereich der Gesundheitspolitik, Grenzschließungen, die ja auch ein großes Thema waren auf europäischer Ebene, dass die Europäische Union da eigentlich gar nicht so viel Kompetenzen direkt hat und da nicht die EU gescheitert ist oder nicht gut genug vorbereitet hat, sondern die Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten nicht gut genug funktioniert haben, wo wir vor allen Dingen die Menschen in Italien sehr alleine gelassen haben, als es um Solidarität ging, auch bei medizinischen Schutzgütern zur Verfügung zu stellen und da eben auch innerhalb Europas zu sorgen, dass dort, wo Mittel gebraucht werden, sie auch schnell hinkommen. Das alles haben wir jetzt schon versucht zu beheben. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch einen Notfallvorrat für medizinische Schutzgüter auf europäischer Ebene. Also da haben wir auch schon drauf reagiert. Aber in den ersten Reaktionen war das leider so, dass der Coronavirus auch einen anderen Virus in sich drin hatte, nämlich den erstmal wieder ins Nationalstaatliche zurückzugehen und sich um die eigenen Schäfchen zu kümmern, bevor man da europäische Solidarität gesucht hat. Die großen Erwartungen liegen tatsächlich auf der deutschen Ratspräsidentschaft, ne? Weil viel, was wir jetzt besprechen werden, wird ums Geld gehen. Und das, was wir auch an Solidaritätsvorwürfen erlebt haben, das war ja auch etwas, was ähnlich auch in der Finanzkrise schon da war, dass es ein Konflikt war zwischen eher reicheren und ärmeren, jetzt von der Haushaltskasse gesehen, Staaten, die da unterschiedliche Interessen verfolgt haben. Und darauf schauen die Kolleginnen und Kollegen in Italien ganz genau. Also inwieweit auch die deutsche Ratspräsidentschaft dazu genutzt wird, den finanziellen Spielraum, den wir in der Europäischen Union brauchen, um das Investitionsvolumen, was so einen Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft benötigt, dann auch wirklich zu bekommen, dass da eben jetzt geliefert werden muss. Die heiße Frage, die wir dabei diskutieren und die momentan für mich als Umweltpolitikerin vor allen Dingen zentral ist, nach welchen Kriterien werden diese Mittel dann ausgegeben? Und da gibt es erste konservative Stimmen, die sagen, dass mit dem Green Deal, also mit dieser großen sozial-ökologischen Wende, Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, in zukunftsfähige Infrastruktur, das müssen wir jetzt erstmal beim Neustart der Wirtschaft außen vor lassen. Das hören wir jetzt immer, also wortwörtlich hat ein CDU-Kollege gesagt, wir dürfen jetzt nicht gleich wieder mit der Klimakeule draufhauen, aber ich glaube genau, das ist die falsche Herangehensweise. Also wir müssen jetzt überlegen, also jetzt ist die Zeit, wo wir überlegen müssen, dass die Investitionen, die wir heute treffen, auch für zukünftige Generationen nachhaltige Investitionen sind. Und wir sehen genau, dass so wie es nach der Finanzkrise funktioniert hat, hat es eben nicht nachhaltig funktioniert, weil genau die sensibelsten Bereiche, also Gesundheitssysteme, Bildungssysteme, nicht genügend ausfinanziert waren, um dann eben auch so welche harten Schocks wie eine Pandemie, die man nicht erwartet, dann auch aushalten zu können. Und dann wird jetzt irgendwie in der Presse, das merke ich jetzt auch ganz viel an den Anfragen, immer lanciert, ja, der Green Deal ist auf Eis gelegt. Das kann ich politisch noch nicht bestätigen, weil im Gegenteil die Kommission, vor allen Dingen eben Franz Timmermans, unser ehemaliger europäischer Spitzenkandidat und jetzt Vizepräsident der Kommission, der eben zuständig ist für den Green Deal, auch ganz offen gesagt hat, zum Beispiel im Umweltausschuss letzte Woche, dass er nicht viel von diesen Briefen hält. Dass er eben genau weiterhin an der Überzeugung festhält, dass der Green Deal die Antwort auch auf die Krise sein kann, weil es eben genau darum geht, die Investitionen, die jetzt nötig sind, egal ob vor oder nach Corona, dass die eben so gestaltet werden müssen, dass sie eben auch zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Das ist eine ganz einfache Frage, wenn man das so will. Und dass es eben sich das, was wir jetzt machen, daran messen muss, dass es eben auch mit der Klimakrise, die ja nicht einfach verschwindet, dadurch, dass die Corona-Krise jetzt da ist, eben weiterhin, dass der Green Deal in solche Ambitionen kommen muss. Dass wir eben dafür kämpfen müssen, dass Europa
weiter zusammenwächst, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das wird nicht so passieren, weil dafür so sehr viele politische Kräfte unterwegs sind in Europa, die das eben nicht wollen. Und dementsprechend ja, immer lieber nochmal nachfragen, und das ist meine herzliche Einladung, wenn man irgendwie in der Zeitung liest, die EU will, kritisch bleiben und mal erstmal gucken, ist es jetzt die EU, ist es die Kommission, ist es das Parlament, und da bei den Abgeordneten nachfragen. Also immer gerne auch, also wir konnten jetzt ganz viele Themen nur ganz kurz anreißen, gerne Nachfragen stellen und eben auch ja, kritisch bleiben und für Europa kämpfen, weil das gibt es nicht für umsonst.